Wir wollen uns weiter umsehen in der Kaverne der toten Gerippen. Und, oh du Scheiße. Hier sind einige Gegner, die mir an den Kragen wollen. Du zum Beispiel. So, das Ding wird jetzt erstmal richtig gefickt hier unten mit seinen drei Hodensäcken auf dem Rücken. Dann war's schon. Kein Problemo. No Problemo. Bam! Das Gute ist bei Ys, wenn man was Wichtiges aus irgendeiner Kiste bekommt, dann kriegen wir immer den schönen Jingle, dass wir was bekommen haben. Von dem her. Also, man kann eigentlich relativ wenig falsch machen. Das war gemein, Alter. Du hättest mich fast erwischt. Fuck! Wo ist er? Komm runter! Skill Level Up, sehr schön! Fuck! Junge, damn it! Stirb! Du Riesengockel! So, jetzt haben wir hier oben Bären, ein bisschen Loot. Und nochmal so eine fliegende Scheiße hier. Wo bist du? Oho, da ist was Geheimes, wie es aussieht. Ich würde dich gerne breaken. Jawohl. Okay, der Skill. Okay, der Skill ist. Jawohl. Ziemlich laxierhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Was gut ist. Was wirklich gut ist, weil. Kann ich da hoch? Ich kann da hoch. Weil. Weil er gut ist. Was zur Hölle ist hier drin los? Jawohl, der Skill ist super. Leider. Kann ich nicht so viel Skills einsetzen. Da ist dann nochmal ein Geier. Was zum Teufel. Jawohl, Skill Finisher in your face. Wow, wow. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ja, dieser Pierce nach vorne ist schon nice, ne? Muss man halt einfach jetzt auch mal sagen. Okay, wir gehen nach hier oben. Wir möchten wahrscheinlich weiter nach oben, um an die Kiste zu kommen. Stirb! Nice. Ich glaube, mit das Wichtigste an diesem Item ist die Flasche, die wir dazu bekommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Es geht weiter. Was ist denn da unten? Krisha? What the hell are you doing? Bam! Ja damit. Was haben wir hier? Ja, weg mit dir. Kriegt er das ohne mich hin? Nein, kriegt er nicht. Das ist traurig, liebe Freunde. Das ist traurig, dass ihr das nicht ohne mich hinbekommt. Okay, hier gibt es nichts mehr. Da vorne gibt es wieder was. Ja, weg mit dir. Okay, Hawk ist eine coole Sau, Alter. Der Typ, der macht Schaden en masse. Das ist super. Also, bam, einmal. Dann geht's hier rüber, wie es aussieht. Ja, das scheint wichtig zu sein. Da gebe ich. Es ist eine Falle mal wieder. Natürlich ist es ein Hinterhalt. Ich meine, es wäre kein E-Spiel, wenn es keinen Hinterhalt von Dämonen geben würde. Aber gut, wir haben ein Level-Up daraus. Ich bin verwirrt. What? Es gibt den Verwirrt-Status in diesem Spiel. Warum? Dammit! Kriegst du da. So, du geh auch mal kacken, Junge. Ja. Sie ist deutlich verwirrt. Okay, sie ist nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Schalterchen umlegen. Ja, nice. Ja, nice. Was ist da unten? Wo? Ich sehe nur, dass da hinten eine Kiste ist. An die ich gerne ranwollen würde. Mit einem
Defense Elixir. Nein, mit einem HP Elixir, glaube ich. Na gut, ist auch egal mit was. So, ansonsten. Ging es unten noch rein? Stimmt, hier war ich auch noch gar nicht drin. Ha! Na gut, dass wir das noch gesehen haben. Okay, was ist hier? Was läuft hier für ein Film? Okay, ich habe irgendwie anvisiert, das wollte ich nicht. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Kann ich euch klatschen von hier? Kann ich, okay. Weg mit dir. Ah, das klappt leider nicht ganz. Wie habe ich denn jetzt anvisiert? Verdammt nochmal. Ach ja, hier ist mein... Okay. Schnellmenü zum Item benutzen. Alter, wie habe ich denn jetzt... ich würde dich gerne töten. Aber ja. Habe ich dich? Ich hab dich. Okay. Und nimm's mir nicht übel, Leute, aber wir würden definitiv durch diese Gitterstäbe passen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das funktionieren würde. Okay, ich hätte auch einfach den Schalter umlegen können. Egal. Boiling Action, wie der gute Raven Knight sagen würde. So, ihr Typen, ihr seid mir jetzt mal richtig egal. Richtig kacken egal, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Hi. Weg mit dir. Denn ich möchte eigentlich nur die Kiste haben. Mit einem Spirit Elixir. Sehr schön, werde ich gleich benutzen. HP Plus für den guten Hawk, denn er ist ein bisschen hinten dran, was die HP angeht. Das heißt, wir sind hier auch fertig. Sehr gut. So, das heißt, wir können uns jetzt wieder... ja, da hinten waren wir. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich wieder nach oben. Denn wir wollen ja... Moment, das war der... okay, das war der falsche Weg. Naja, da hinten waren wir. Ja, richtig. Aber da hinten müssen wir ja auch hin. Obwohl, warte mal kurz. Ich... kann mich doch... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte mich innerhalb von dem Dungeon zu dem Speicherpunkt teleporten. Aber nein, ich kann es nicht. Warum sollte ich es auch können? Aber gut, macht ja nichts. Wir müssen ja einfach nur wieder... hier rüber. Hier rüber. Ich weiß nicht warum, aber... die Charaktere bewegen sich extrem langsam, habe ich so das Gefühl. So, ich denke, das sollte es gewesen sein mit diesem Dungeon, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir müssen wahrscheinlich nur noch einen Boss klatschen. Ja, das sieht mir... also wenn das keine Boss-Arena ist, dann weiß ich auch nicht. What the fuck? Okay. Ein Boss auf Zeit, wie es aussieht. Bevor wir zermatscht werden. Resident Evil lässt grüßen. Was zur Hölle bist du? Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich werde den gar ausmachen, Malefius. Oder so. Warum kann eigentlich jeder Lappengegner irgendeine Scheißschockwelle? Okay. Da der Typ keine Schwachstelle zu haben scheint, wie es aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Werden wir einfach draufklatschen. Einfach draufklatschen auf ihn. Er hat ein bisschen Lebenspunkte, wie es aussieht. Jo, ist klar. Er hat ein bisschen Lebenspunkte, wie es aussieht. Was allerdings, denke ich, kein Problem sein soll. Was zur Hölle ist hier los, Alter? Was passiert hier? Egal, wir sollten es hinbekommen. Wir sollten es relativ gut hinbekommen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass, dass eventuell die Arena sich senken tut und wir quasi per Zeitlimit hier den Boss klatschen müssen. Aber es scheint nicht so zu sein. So, wir werden jetzt mal ein bisschen Special Skill aktivieren. Denn wir können es. Wir werden angreifen bis zum Gegner. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Special Skills, wie wir sehen. Der leider völlig in die
die Hose gegangen. Was zum... Wo kann ich mich hin... Der leider völlig in die Hose gegangen ist, da ich nicht getroffen habe. Aber wir haben ihn mal gesehen. Okay, okay, ja, okay. Er ist gleich Geschichte. Der wird, ich dachte gerade, ich bin tot, Alter. Okay. Der Kampf war ein bisschen... strange. Das Monster war ziemlich strange. Ja, auf jeden Fall. Hawk, du bist eine gute Addition zu meiner Truppe. Was laber ich, Alter? Addition zu meiner Truppe? Du bist super. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Doch was hat uns das alles gebracht, fragen wir uns. Welche Schätze und welche Reichtümer erwarten uns am Ende dieses Korridors? Sind wir wieder in dem Gefängnis, wo wir irgendjemanden befreien müssen, oder? The Church Knights Base. Okay. Also sind das die Church Knights. Religiöse Vereinigungen sind immer scheiße. Also von dem her wissen wir, wer unser Hauptfeind ist. Ich denke, wir müssen uns wieder vorbeischleichen, oder? Oder können wir direkt klatschen? Ich glaube, dass der gute Hawk mit dem, Anführer dieser Ritterschaft, dieser Bruderschaft, verheiratet, genau, in irgendeiner Weise verwandt ist. Weil es scheint ihm ja doch einiges daran zu liegen, hier hereinzuplatzen. Wie gesagt, wir alle wissen nicht, worum es überhaupt geht, aber wir... nehmen es so in Kauf. Kann ich da rein? Natürlich kann ich nicht da rein. Aber hier können wir rein. Ja, denn hier ist ein Ausrufezeichen. Hi! Ihr Typen seid des Todes, will ich euch gesagt haben. Okay, ihr Typen seid echt... Ihr könnt einfach nichts. Muss man einfach so sagen. Dammit, Adol. Was ist nur mit dir passiert? Du warst so eine gute Seele. Alles hinüber. Gibt's hier irgendwas für mich? Habt ihr irgendwas für mich vielleicht? Droppt ihr irgendwas für mich, oder? Oh ja, er droppt wirklich was. Irgendeine Feder oder so. Keine Ahnung. Okay, es geht weiter. Wir müssen wahrscheinlich... hier lang, beziehungsweise hier ist ein... etwas Optionales. Eine Maid. Was ist los, holde Maid? Warum hat man dich eingesperrt? Wegen sexy wahrscheinlich. Nein? Warum drehst du dich nicht um? Darf man dein Gesicht nicht sehen, oder? Ist sie vielleicht gefoltert worden und hat kein Gesicht mehr? Anscheinend, ja. Krisha hat es gut herausgefunden. Oh, wir haben eine Sidequest bekommen. Okay. Wir haben eine Sidequest aufgeschnappt in einem Dungeon. Das ist schön. Das ist schön. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns diese Sidequest beschert. Kann ich jetzt hier rein? Tatsächlich, ich habe einen Schlüssel bekommen, glaube ich. Oder wir knacken das Schloss. Wir sind Gangster geworden. Nee. Was muss ich dir geben? Was ist das? Ein Beutel. Mit Koks drin. Okay. So sei es. Glaube ich. Vielleicht ist auch einfach nur Make-up drin und sie muss sich einfach schminken, bevor sie uns ins Gesicht schaut. Ja, wir sehen cool aus, ich weiß. Wir sind voll die krassen Obergangster. Ha? Wow, yo. Yo! Natürlich sind es Dämonen. Ja, du kannst... du kannst rumfuchten mit deinem Zauberstab, wie du willst. Du kannst sowieso nichts. Sag ich doch. Scheiße, sehe ich cool aus. Wo ist sie hin? Wer ist sie? Dürfen wir jetzt dein Gesicht sehen?
Nein, wir dürfen es nicht sehen. Okay, es war eine Maske in dem Beutel drin. Sie sieht aus wie eine Maid. Wir werden sie mit Sicherheit rekrutieren und unserem Unterschlupf hinzufügen. Die Frage ist, warum möchtest du dein Gesicht nicht zeigen? Damit, hat sie etwa das Sharingan? Und womöglich noch schlimmer, das Rinnegan. Und kann uns in irgendeiner Weise töten mit einem Blick? Sie Medusa vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir werden es nicht herausfinden, aber... zumindest nicht in diesem Let's Play. Aber es sieht so aus, als ob sie sich uns angeschlossen hat. Oh, schön. Die Barriere ist verschwunden. Beziehungsweise noch nicht. Wir müssen erst einen Boss Raid hinter uns bringen. War das etwa jetzt... nein, die ist hier. Hi. Du siehst ziemlich heiß aus. War das eventuell der Grund, warum wir hier reingekommen sind? Ich glaube nicht. Ich denke, es wird noch einiges mehr geben. Allerdings hat irgendjemand... Oh ja, wir haben neue Skills erlernt. Zack. Oh ja. Und dann haben wir irgendeine Art von Item bekommen, was allerdings Stärke plus 10 nicht sehr gut ist. Deswegen lassen wir das Item sein. Hier ist eine Leiter, hier ist eine Kiste. Was ist hier? Gar nichts, wir müssen nach oben. Okay. Ich denke, das war dann wohl die gesuchte Person, die wir hier finden mussten. Nichts, nichts, gar nichts für mich. Schade. Oh, da ist er ja. Wenn ich das Japanische hören würde in meinem Fernseher und wenn ich es einfach durchlaufen lassen würde, würde ich wahrscheinlich hören, dass sie verwandt sind. Oder es ist ein Vater. Es ist der Tempelritter des Todes. Müssen wir gegen ihn kämpfen? Was liegt da zwischen euch in der Luft, bitte? Ich meine, es würde erklären, warum der Typ verhaftet worden ist, aber... Hey, Doll, what's up? Warum dürfen wir nicht klatschen? Auf jeden Fall. Dürfen wir klatschen? Nein, wir dürfen nicht klatschen. Wir dürfen einen epischen Swordfight uns ansehen. Der Typ scheint was drauf zu haben. Tja, Hawk, was machst du nun? Sollen wir ihm helfen? 40? 40 was? 40 Peitschenschläge? 40 Rutenschläge? 40 Einläufe? Das scheint wohl eine Art wichtiger Story-Twist gewesen zu sein. Ja. Da wir nicht verstehen, was... ist es halt so. Aber Hawk ist schon eine ziemlich coole Sau. Oh shit. What is happening? Es aussieht, hat er seine Extra Gauge aufgebraucht. Und er hat trotzdem verkackt. What? Dieser Typ ist kein Mensch, oder? Oh. Hua! Okay. Auf jeden Fall. Ja, du hast vollkommen recht, glaube ich. Schmalzlocke. Ciao! Oh. What? Wait. Das ist Hawk? Wait.
Ich dachte, unser Barkeeper wäre Hawk. What? Huh, anscheinend nicht. Also ist der gute Hawk wohl selber ein Soldat der Church of Knights Church. Whatever. Hey Dogi, was geht? Du siehst irgendwie dauerdicht aus, ich weiß nicht, aber Dogi sieht irgendwie total draußen aus in diesem Teil. Okay, ich habe tatsächlich gedacht, dass unser Barkeeper der gute Hawk wäre, aber habe ich mich wohl geirrt. Ein Verräter? Aus den eigenen Reihen der Knights of Church? Was ist sein Motiv? Was ist sein Ziel? Wartet bis nächstes Jahr, wenn das Spiel übersetzt wurde, dann wisst ihr es. Ja, genau diese Tussi hier. Wenn wir der öfters was zum Essen geben, dann tut sie endlich mal ein bisschen Gewicht zulegen und ist nicht zu dürr. Sondern sie beschenkt uns auch reichlich. Hi! Du scheinst der Pfarrer zu sein, der Papst vielleicht sogar aus diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Bist du der Papst? Oder bist du die Päpstin? Ja. Wahrscheinlich versuchen wir jetzt herauszufinden, was es mit den Knight of Church auf sich hat. Keine Ahnung, ich meine, der Name ist ja eigentlich schon Programm bei denen. Klar, du darfst gerne mitkommen. Nein? Okay. Vielleicht haben wir eine Audienz bei einer wichtigen Persönlichkeit jetzt gleich. Ich weiß es noch nicht. Oh, it's a photo. Yeah. Vielleicht ist sie auch eine Geliebte von Hawk, die verstorben ist, eventuell. Hi, danke fürs Kommen, du Typ. Ja, ich meine, in dem Fall ist es gar nicht schlimm, wenn man nicht versteht, was sie sagen, weil ich höre Kirchenleuten sowieso nie zu, also von dem her. Sollte man auch nicht in JRPGs, weil Kirche immer böse. Okay. Ja, anscheinend ist das tatsächlich irgendeine alte Schnitte von dem guten Hawk gewesen, die wahrscheinlich in, ich nenne es jetzt mal, irgendwelchen tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Vielleicht war sie ja sogar verwandt mit unserem General Blue Hair. Ich meine, ja, irgend sowas in der Richtung wird es wahrscheinlich sein. Man kann sich's wahrscheinlich irgendwie ausmalen. Na, ja, rührselige Geschichte, muss ich sagen. Wenn ich sie verstehen würde. Auf jeden Fall wissen wir, dass der gute Hawk nicht so ein badass Arsch ist. Oh, damn it, der sieht cool aus, der Typ. Du bist also Hawk, ja? Ja, das ist wirklich irgendeine Art Geliebte von ihm, glaub ich. Was zum Teufel? Du hast irgendwie ein Aggressionsproblem, Kleiner. Kann das sein? Schließ dich mir an. Du hast sowieso keine Chance mehr bei den Rittern. Ja klar. Ich helfe dir. Ich helfe dir bei was auch immer. Kein Ding. Okay. I will accept it. Accept your fate. And don't look back. Auf jeden Fall kommen wir nochmal hier in die Kirche. Das Beten hat echt gut getan. Ziemlich viel Story, muss ich sagen. Ein paar Stunden zuvor. Sind wir wieder im Knast? What? Wie ein paar Stunden zuvor. Okay, langsam glaube ich, wir spielen gar nicht Edo. Langsam glaube ich, Edo sitzt eigentlich die ganze Zeit im Knast. Und vielleicht ist alles nur ein Traum von ihm oder keine Ahnung, er hat einen Doppelgänger oder whatever. Das wäre ein Story-Plot-Twist, der möglich wäre. Es kann natürlich auch sein, dass das hier so Persona-mäßiger, dass der Knast in unserem Geist ist.
Ja, wir haben Kontrolle, ich weiß. Wir spielen das Spiel schon ein paar Stunden. Wir wissen, wie die Kontrolle hier funktioniert. Okay, da komme ich nicht raus. Doch was es mit dem mysteriösen zweiten Add-on auf sich hat, werden wir ab dem nächsten Part herausfinden bei Let's Play East. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ciao.